Clark Kohn von Casal Cassini 1 aus der Zucht der Avora Pferde GmbH Wellenbüttel aus dem Jahrgang 2010, der Stamm 3692. Mit Clark Kohn präsentierte sich in Neumünster 2012 einer der typ- und bewegungsstärksten Nachkommen des Ausnahmesportlers und Spitzenvererbers Casal. Der Trab offenbart Takt, Elastizität und Tragkraft. Die groß übersetzte und bergauf gesprungene Galoppade ist Grund für seine Top-Springveranlagung. Erwartungsgemäß wurde er der am meisten frequentierte Hengst seines Jahrganges. Im Herbst 2013 legte Clark Kohn erfolgreich seinen 70-Tage-Test ab. Auch hier bewies er wieder seine ganze Klasse im Freispringen und erhielt bei der Abschlussprüfung die Note 9,0. Eine sehr gelungene erste Präsentation des Clark Kohn im Turniersport gelang Thomas Kohnle im Rahmen des Jungpferdechampionats in Elmshorn 2014. Dieser Hengst wird in dieser Saison nur über Gefriersperma verfügbar sein. Die Zusammensetzung von Clark Kohns Pedigree ist besonders interessant. Vater Casal, hier unter Rolf-Göran Bengtsson in Rotterdam 2010. Und Großvater Cassini I sind absolute Heroen der Holsteiner Zucht. Germaine II, die dritte Mutter von Clark Kohn, ist Vollschwester der Ausnahmestute Samantha. In den Anfängen unter Heinz Simon erfolgreich, zählte sie später unter dem Niederländer Bert Romp zu den erfolgreichsten Pferden im internationalen Topsport. Hier beim Hamburger Springderby 1997. Erleben wir hier ein Championatsfohlen von Clark Kohn Barinello aus der Zucht von Gordon Klein in Großen Aspe.